Heute verbessere ich den Account eines Zuschauers für 36 Stunden. 36 Stunden werden wir uns im Account widmen, Weekend League spielen, SBCs machen, Packs öffnen und. Und Leute, ich kann euch jetzt schon sagen, das Ergebnis ist sehr krass geworden. Schaut es euch unbedingt von Anfang bis Ende an. Lasst einen Daumen nach oben da. Bei 2300 Likes kommt die nächste Episode online. Pusht euch, Leute, das schafft ihr. Das ist eine kleine Challenge an euch. Lasst ein Abo da. Und wenn du der Nächste sein willst, dem ich seinen Account verbessere, dann abonnier den Kanal, folgt mir auf Instagram und schickt mir dort dein Team, schreibt mir eine kleine Nachricht und vielleicht bist du der Glückliche. Ich würde sagen, wir müssen gar nicht so viel labern. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und jetzt ab zum Account-Verbessern-Video. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. 1062 Münzen. Okay, hat wahrscheinlich hier wieder den richtigen getroffen. Ah, Mann. Okay. Erstmal ganz, ganz klassisch. Klassiker. Wir gucken, was im Shop ist. Wir gucken, ob wir da hier direkt das Vorschau... Ja, super. Vorschau-Pack wird geöffnet. Let's go. Ah. Schade. Ja, okay. War eher Satz mit X. Das war wohl nichts. Wir gucken mal in die Ziele rein, ob wir da irgendwas mitnehmen können. Irgendwie sowas Lockeres. Was ganz Lockeres hier. Futis Crafting SBC. Okay. Boah, das wäre halt krass, wenn wir die echt irgendwie, keine Ahnung, wenigstens 15 Mal oder 10 Mal abschießen können. Da muss ich mich mal reinfuchsen gleich, ob das so einfach geht. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach geht, dass man die so locker abschießen kann. Das ist eher Quatsch. 6 Spiele. Ja, für einen Quaratskhelia ist auch ein bisschen Quatsch. Rivals Bonus? Okay, nee, ist quatschig, finde ich. Okay. Antmann ist auch quatschig. Footies Draft? Ein Spiel Draft Token Pack. 2, 4. Ja, nee, ja, weiß ich nicht. Auch ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Meilensteine gehen wir mal rein. Für Champions Bonus leider können wir nicht machen. Okay, Ziele, also eigentlich eher nichts wirklich Wichtiges zu tun. Also SBC-technisch gibt es natürlich einige SBCs. Marcus Llorente feiere ich sehr. Dann gibt es hier diese Icon-Spielerwahl, diese neue, die soll sehr krass sein. Da könnte man eventuell versuchen. Xabi Alonso soll krass sein. Sonst hier nicht mehr viel, oder? Das ist nochmal so eine Hot-Shapeshifter-Spielerwahl, kann man auch mal mitnehmen. Son, ja. 82 mal 100, eigentlich guter Call. 84 mal 10, guter Call. 85 mal 10, guter Call. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was er sonst so abgeschlossen hat. Ich glaube, nichts. Peter Cech, immerhin. Peter Cech, guter Mann mit seinem Helm da. Alright. Wir schauen uns mal an, welche Division. Oh mein Gott, Division 8. Also ich glaube, wir helfen hier wirklich dem Richtigen. Das ist sehr wichtig. Für Champions Quali machen wir ihn natürlich auch fertig, auch wenn wir keine Weekend League spielen können. Auf korrekt werden wir ihm die fertig machen mit dem Team am Ende, was wir dann holen. Das heißt, er kann dann auch entspannt direkt mit seinem neuen Team direkt in die Weekend League. Muss sich gar keinen Kopf machen, ob er da überhaupt reinkommt oder so. Das machen wir für ihn. Draft-Teilnahme hat er auch noch 2 Stück. Also eventuell wird hier auch mal ein bisschen Draft investiert, sage ich euch ehrlich. Bestenliste. Teich her. Bitte ein bisschen Transfererlös. 1 Million. Okay, es ist gar nicht mal so schlecht. Es war auf jeden Fall schon deutlich schlechter. Es gab auch mal Leute, die hatten irgendwie 30.000 oder so. Okay, bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt für ein Team hat, bin ich ehrlich. Mal gucken. Ich erwarte nicht viel, aber kann auch sein, dass es komplett das Gegenteil ist, was ich hier erwarte. Aber ich bin halt echt ganz bisschen überfordert, was wir machen bei 12 Stunden. Wir werden auf jeden Fall vielleicht so mal eine 84 mal 10 oder so mitnehmen. Ich glaube, Icon-Spieler, weil es eher Quatsch. Wobei man, es ist ein bisschen critical. Wir gucken jetzt erstmal, was er für Spieler braucht. Vielleicht braucht er tatsächlich ein ZDM, dann werden wir Xabi Alonso abschießen. Vielleicht braucht er, oder ja, Marcus Llorente. Vielleicht braucht er einen Stürmer, dann machen wir Son fertig. Vielleicht braucht er einfach irgendwas in der Verteidigung. Dann machen wir vielleicht hier so ein 84x10 fertig und da hoffen, dass wir einen Innenverteidiger ziehen. Gucken uns jetzt mal sein Team an. Alright. Schauen wir uns das Ganze mal an. Bin gespannt. Was geht denn hier ab? Manet, Lai, Onana. Was passiert hier? Was ist das? Dembele 97? Woher kommt der denn? Und Xavi Simons, was ist das für ein Team? Da muss ich jetzt einen Verein gucken. Hat er hier noch irgendwelche Karten? Oder das ist wirklich sein Team, oder was? Okay, hier gibt es viel zu tun, theoretisch. Sehr viel. Ich werde das Team jetzt erstmal umbauen. Ah, das ist ja gerade ganz krass. Ganz, ganz krass. Ein paar Sekunden später. Okay, mehr kann man gerade nicht mal draus machen. Das ist wirklich ziemlich schwierig, hier was draus zu machen. Also ich sage ehrlich, ich werde jetzt erstmal Coins aufladen. Ich habe dem Typen geschrieben, dass er mir sein Dreamteam zeigen soll, so circa in dem Rahmen, was ich halt aufladen möchte. Und dann werden wir erstmal ein paar Spieler kaufen und SBCs abschließen, weil das geht gar nicht. Und ich glaube, Marcus Llorente ist der Call. Ich werde schon mal jetzt ein bisschen was hier basteln, dass ich hier irgendwie so eine kleine Richtung habe, weil bisher, das ist ja komplett ohne roten Faden hier. Das ist ja komplett krass. So sieht das Team jetzt gerade erstmal aus, was ich vielleicht so ein bisschen im Kopf hätte. Da würde ich die Joe Cole SBC abschließen. Llorente eben. Vielleicht, falls die Coins sich reichen, den Tots hinstellen. Hier Tots Theo, dann Futis Thiago Carlos, Giroud Shapeshifter und Zaha Shapeshifter. Falls die Coins reichen, beziehungsweise das Futter, dann auf jeden Fall auch noch Son Futis. Ansonsten den ganz normalen Tots.
Tots. Aber selbst wenn wir hier nur den normalen Tots hinstellen, hier auch nur den normalen Tots, dann ist es auf jeden Fall trotzdem ein krankes Upgrade. Das habe ich mir jetzt erstmal vorgenommen. Ich werde mir aber auch gleich noch das Team anschauen, was er mir schickt, was er gerne haben würde. Und dann werde ich gucken, dass ich ein, zwei Spieler davon auf jeden Fall auch einbauen kann. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal so ein Team, wo ich mich ein bisschen dran orientieren kann. Und wenn es dann wirklich noch komplett am Ende reicht, dann statt Enketia noch diesen Cahill Putties. Der sieht auch ganz cool aus. Aber das ist ja bisher eine Frechheit, was hier auf der Bank ist. Egal, ich werde jetzt erstmal Coins aufladen und dann ein paar Spieler holen. Weiter da. Mittlerweile habe ich 500.000 Münzen aufgeladen und der Kollege hat mir sein Dream Team geschickt. Es weicht ein bisschen ab von dem, was ich gebaut habe. Wir schauen uns das Ganze mal an und es ist wirklich ein bisschen anders geworden. Und ich muss direkt mal von Anfang an sagen, es ist ein Ticken zu teuer. Also ich weiß gar nicht, ob wir das uns leisten könnten jetzt. Deswegen müssen wir auf jeden Fall kleine Downgrades machen. Auf jeden Fall Markus Llorente Footies ist definitiv zuerst nicht drin. Vielleicht nach der Weekend League, wenn wir dann Rewards und so weiter und so fort haben, versuche ich den noch so abzuschließen. Aber jetzt gerade ist auf jeden Fall nur der Tots drin. Da kann man sich auf jeden Fall den Tots denken. De Ligt wird nicht nur der 89er, sondern der 90er Once to Watch. Da ist der Tots auch ein Ticken zu teuer, kostet irgendwie fast 400.000 Münzen. Ja, den Rest kann man sich eigentlich holen. Cole werde ich gleich noch abschließen und der Rest ist ja eigentlich relativ günstig. Kann man auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal die ganzen Spieler ein und am Ende schließen wir noch Cole ab und dann haben wir schon mal unser erstes fertiges Weekend League Team, können dann damit in die Weekend League starten, versuchen 11 bis 14 Siege zu holen und am Ende eventuell dann doch noch diesen Markus Llorente abzuschließen. Ich finde, dieser Markus Llorente muss eigentlich noch drin sein, diese Folge. Alright, bis jetzt hat es nur für das Team gereicht. Wir haben kein Cole abschließen können. Wir haben uns noch nicht mal Sadio Mané Team of the Season leisten können. Es wird schwer. Also ich bin zufrieden, wenn wir uns Cole und Sadio Mané als normale Spieler auf jeden Fall danach leisten können. Llorente Footies wird es wahrscheinlich nicht, der ist einfach viel zu teuer. Aber ich gebe alles. Wir werden jetzt auf jeden Fall in die Weekend League reinstarten. Ich werde hier nochmal ein paar Taktiken einstellen, damit der Mann auch hier, wenn er den Account übernimmt, coole Taktiken hat auf seinem Account. Ganz easy, ganz entspannt wie immer. Natürlich ein bisschen weniger breit in der Defensive und ein bisschen breiter in der Offensive. Hier dann eine 5 oder 6. Genau 2 und 1. Und natürlich die klassische 4-2-2-2 Formation. Dann ganz entspannt Dembélé und Mané im Sturm. Zack, zack. Gravenberch, Simons auf der 6 ist auch super. Mitte abdecken und hinten bleiben, das reicht. Das sieht schon gut aus. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Taktik-Genie auch nochmal bekommen. Wichtig. Ja, damit gehe ich jetzt auf jeden Fall in die Weekend League rein. Ihr seht es, 18.000 Münzen habe ich nur übrig. Ich schaue nochmal, ob ich irgendwie schon mal eine SBC von Cole oder so abschießen kann. Aber ansonsten nicht mal die erste SBC von Cole kriegen wir. Also ich würde sagen, wir lassen es erstmal auf jeden Fall hinten stehen. Ansonsten steht das Team ja theoretisch schon. Damit kann man ja zocken. Mané können wir uns sowieso leisten danach. Aber diesen Cole müssen wir noch irgendwie bekommen. Und wir haben nur noch 6 Stunden Zeit. Ich muss Weekend League spielen. Ich glaube, ich muss ja noch die Quali machen. Oh, ist das ein Bruch. Ich muss ja noch die Quali spielen. Okay, Quali, Weekend League. Und dann sehen wir uns wieder. Also Leute, wir sind gerade on stream und ich habe gerade schon ein bisschen Weekend League gezockt. Wir stehen 7-4, ist jetzt nicht so gut, aber wir haben viele, viele Packs. Und deswegen möchte ich die jetzt schon mal öffnen, um vielleicht zu gucken, was wir schon mal draus ziehen. Damit wir nicht zu viel haben. Wir haben auch schon viele Sachen abgeschlossen. Ihr seht schon hier den Footies. Savin, oder wie der heißt. Das ist auch ein Premium Footies, sehr cool. Von Skulls haben wir die Aufgaben 2 Stück abgeschlossen. Jetzt aber nicht so geil. Dann haben wir hier Gakpo ein. Eine Aufgabe hier, das Quatsch, der Rest. Quatsch, geht, die haben wir gemacht. Also wir haben viele, viele Packs. Guckt euch das mal hier an. Von Champions Bonus des Monats hier auch Buchanan bekommen. Aber guckt euch das hier an. Von Champions Bonus. Wir kriegen 11x81 plus. Wir kriegen 3x84 plus. 2x85 plus. 7x84 plus. 10x85 plus. Und wenn wir einen Sieg bekommen, kriegen wir nochmal 2x10x85 plus. Also 30x85 plus. Weh in den Chat dafür. Wisst ihr was? Ich glaube, wir spielen jetzt einfach die Weekend League zu Ende. Und dann werden wir alle Packs auf einmal öffnen. Und das wird ein Spektakel. Und wenn wir dann alle Packs geöffnet haben, werden wir safe Llorente Footies abschießen können und eventuell auch Cole. Das wäre geil. Oh mein Gott, mein Stream hat mich gerade daran erinnert, dass der Typ nur noch 55 Minuten geht. Wir müssen jetzt alle Packs öffnen und die einfach alles in Llorente stecken. Und Cole geht auch nur noch. Oh mein Gott. Was machen wir? Ich stimme jetzt mit dem Chat ab, ob wir Cole oder Llorente abschließen. Also der Chat und ich haben entschieden, dass wir Llorente noch nicht zuerst machen. Wir machen Cole zuerst und ich würde sogar sagen, wir versuchen noch Cahill abzuschießen oder Son. Das wäre krass. Statt Mané, Cahill oder Son
und hier rechts Cole. Wir werden mit Cole natürlich starten, weil wir hier notfalls auch Mané kaufen könnten. Und wir werden Cahill oder Son noch in den Sturm stellen. Wir gehen rein in die Packs. Das sind hier noch schlechte Packs, die ziehen wir aber auch nochmal schnell mit. Jetzt haben wir die krassen Packs. 11x81+, 2x85+, 85x10, 3x84+ und 7x84+. Wir bräuchten eigentlich einen Win. Wir müssten die Packs schnell öffnen. Einen Win in der Weekend League und dann haben wir nochmal 2x85x10. Das wäre krass. Future Stars? Schon mal cool. Aber leider kein hohes Rating. 86er Singo. Wir speeden ein bisschen durch. Ja, okay, Ikone auch noch. 2,86er ist top. 2,86er ist top. 2x85. Jo, 3x84 nehmen wir zuerst mit. Komm. Hashtag Packluck. Future Stars? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Der hat hohes Rating, oder? 88 Benteke. Ich weiß nicht, was das ist für ein... Foot Fantasy. Was für Future Stars? Foot Fantasy. Benteke. Okay, cool. Dahinter jetzt Footies. Dahinter ein Footies. Ah, schwach. Aber nehmen wir mit. Chat, Hashtag Packluck. Alle in den Chat. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Jeder, der jetzt einen Daumen nach oben da lässt und irgendwas in den Chat schreibt, den grüße ich. 2x85+. Komm. Es ist okay, das Pack. Da habe ich nicht mal so große Erwartungen. Future Stars, vielleicht ein 90er oder so. Was ist das denn? Junge Tillmann, geh weg. Ich möchte dich nicht. 85er. Ja! Ricky Puig, wichtig. Der ist wichtig. 89er. Der ist cool. Und danke für 74.500 Abos, Chat. Hashtag 500 in den Chat. Ihr seid krass. Vertraut mir, die Tage kommt kranker Content. Wenn ich auf der Gamescom bin, nächste Woche Mittwoch bis Sonntag, bin ich auf der Gamescom und auch noch woanders unterwegs, in einer anderen City. Und da kommt ganz kranker Content auf euch zu wieder, wie immer. Dieses Wochenende muss ich 3 Weekend League spielen. So viel muss ich vorproduzieren. Komm schon, ich brauch Packluck, Mann. Ich brauch gute, viele Karten. For Birthday. Birthday. Ah, das ist Quatsch. 87er Kehr. Das ist quatschig. Gucken wir, ob wir dahinter was haben. 87er Kehr. Ah, F. Das ist ein dickes F. Wir haben 3 Rated-Spieler, aber das ist kein einziger, der 90er oder so hat. Oh, Mann. Okay, nehmen wir erst damit. Und das letzte Pack. Wir müssen das Pack öffnen, schon mal die ersten SBCs abschließen und direkt in den Weekend League Spiel rein 1 gewinnen und direkt die nächsten 85x10 aufmachen, dass wir noch irgendwie einen anderen Footies abschießen können. Let's go. 85x10, wir gehen rein. Wir gehen rein, bitte. Ah, das Raspadori. Nee, Barella. Barella, ja, 92. Das ist super. Das ist ehrlich super, weil dahinter ist eigentlich sehr oft ein Footies. Das wäre geil, wenn wir jetzt noch so ein 94er Footies oder so ziehen. Komm schon. Das wäre sehr geil hier. Wir brauchen einen Footies. Nein. Aber okay, wir haben Futter. So, wir geben dieses Team ab für die letzte SBC. Und dann haben wir schon mal Cole. Und mit Cole können wir dann in ein Weekend-League-Spiel gehen, nochmal mehr Futter erspielen und hoffentlich noch einen Cahill oder so abschießen für einen Sturm. Das wäre so geil. Oder Llorente vielleicht. Wir gucken es jetzt an. Die Animation von Footies ist super geil. RF 97er Karte. Sehr, sehr cool. Hat, glaube ich, auch 5 Sterne Skills. Der soll sehr stark sein. Sehr, sehr stark soll der sein. 5 Sterne Skills nehmen wir direkt mit. Let's go. Guck mal, den kennt ja auch damit voll Chemie fast. Cool. Ich will mal kurz gucken. Lol, das wird gehen. Wenn wir Buchananda einfach hinstellen, der kann kein LF oder was, der kann nur LM, der Knecht. Okay, egal, ich bin auch eigentlich, aber er kann RF. Und ich glaube, er kann LF, ja, Digga, wie cool. Wir können, guck mal, wir stellen Cole hier hin und Buchananda hin. Dann haben wir nochmal ein kleines Upgrade. Obwohl Sané mir sehr gut gefallen hat, so sind wir auch fast auf Vollschmie. Boah, das war ein guter Move und jetzt wird das Team bockt jetzt schon so krass. Wir müssen den Ketja und den Licht eigentlich nur noch austauschen. Dann ist super. Das wird jetzt so reinknallen. 20x85+ haben wir jetzt. Wir holen es ab. 2x10x85+. Das ist so krass. Das kann so heftig scheppern jetzt. Doch, 85x10. Wir müssen jetzt langsam mal rein. Wir haben noch 26 Minuten für Cahill. Good Birthday. Ist voll okay. Kriegt man sehr oft. Brasilien. Oh mein Gott! Vinicius! Wie viel kostet der noch? Ich glaube, der ist doch was wert. Vini. Der ist stark. 200.000. Auf die Flosse. Big win. Kann man vielleicht irgendwie versuchen einzubauen. 200k. Sehr stark. Geil. Dieser Account über den Folge läuft echt wie am Schnürchen. Aber ist okay, das Pack. Crouch, Hummels. Die kann man alle mit einbauen. Ist okay, das Pack. Super Sub. Entweder Super Sub, auf jeden Fall nicht in der SBC. Will ich vielleicht sogar irgendwie einbauen. Wäre cool. Nächstes 85x10. Wir gehen rein. Vielleicht nochmal Packluck. Nochmal Packluck wäre cool. Future Star ist okay. Dahinter kann halt immer noch ein Footies sein. Italien ZM. Fagioli. 88er. Typischer SBB-Spieler.
typischer SBB-Einbauspieler. Das Pack ist okay. Vom Futter her ist es voll okay. Wir nehmen es mit. Jetzt nichts Krasses dabei gewesen, aber es ist voll in Ordnung. Ne, sag ich ehrlich, nehmen wir mit. So, wir geben die erste SBC ab. Tut schon W89er Team, aber was man nicht alles tut für einen guten Stürmer, ne? Enketia wird jetzt auch abgegeben. Das heißt, wir sind verpflichtet, diese SBC fertig zu bekommen. Weil, ja, jetzt haben wir keinen Stürmer mehr. 87er Team haben wir geschafft. Haben noch hier einen Inform gekauft für 18.000. Mussten ein bisschen investieren, aber passt. Geben wir so ab und haben jetzt endlich unseren neuen Stürmer. 18 Minuten vor 19 Uhr haben wir es hinbekommen. Wir haben Tim Cahill. Immer noch WM-Legende 2014 für mich. Supermann, einfach Macher. Fuzis Animation wie immer sehr geil. Hat leider keine 5 Sterne Skills, aber der ist sehr, sehr strong. Wir werden ihn jetzt auf jeden Fall in der Weekend League nochmal testen. Team ein 85x10 Pack geschenkt. Wir gehen mal rein. Team of the Year! Ne, Team of the Season, oh. Oh Mann, ich dachte, wegen der Brille. Es sah so dunkel aus. Kudos. Oh! 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 Was? 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 Wie viel kostet der? Wie viel kostet der? Ist der 700k wert? Ich brauche ein Gebot. Footbin. Was? Der kam sogar IV. Wir haben unseren neuen Innenverteidiger gefunden. Oh mein Gott. Was ein krankes Pack, 660.000 Münzen. Wenn jemand unter diesem Video schreibt, dass ich den Account wieder verschlechtert habe, dann hier, niemals. De Jong, 660k, B in den Chat. So, wir haben unsere 11 Siege geholt. Alles, was jetzt kommt, ist sowieso nur noch Bonus, weil das Team ist komplett krass jetzt schon verbessert worden mit einem De Jong, mit einem Vini auf der Bank, mit Bowl SBC, den ganzen Tots-Karten, im Gravenberg-Futis und. Also wir haben das Team jetzt schon sowieso komplett krass verbessert. Jetzt noch ein, zwei coole Picks und dann bin ich komplett zufrieden. Das kann nur krass werden. So, die 84-Plus-Picks, die hauen wir mal wieder wie immer weg. Das ist einfach nur Futter. Zack und zack, nehmen wir mit, 285er und 86er, passt so. Wir gehen rein in den ersten Pick, 1 von 392 plus, Shapeshifter oder Tots. Jetzt brauchen wir auch kein Delicht mehr sogar, fällt mir auf. Stimmt, wir brauchen gar kein Delicht mehr. Irgendwas Cooles in der Offensive vielleicht. Oh, 95 Dribbling, vielleicht ein guter Sechser? Ah, doch nicht. Oh, Solini, ist nicht so gut. Zweiter Pick, Torwart, Chesney. Testing wäre sogar cool gewesen, weil dann hätten wir unseren verkaufen können für 60.000 oder 40.000. Keine Ahnung, was der noch kostet. Ah, Chesney haben wir gezogen. Livestreams ist immer freitags, Freitagabend. Und der letzte, Walker. Ja, wir nehmen Walker mit, aber den brauchen wir wahrscheinlich. Vielleicht können wir ihn einbauen. Vielleicht können wir ihn sogar wirklich einbauen. Das wäre geil, wenn wir ihn einbauen können und Ter Stegen verkaufen können. Das wäre nicht schlecht. Und zweiter Pick mit dem Skipper. Ich glaube, ich habe geskippt. Jo, 95 Dribbling, vielleicht so ein Kane oder so? Nee. Oh, Richarlison. Guter. Nicht schlecht. Guter Sub auf jeden Fall. Nächster. Ja, hatten wir doch gerade schon. Rosolini wieder. Und der letzte. Ja, der ist schwach. Trippier, okay, Richarlison und Walker, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sind nicht schlecht, die sind auf jeden Fall coole, sehr coole Picks. Leute, lasst noch ein Abo und ein Like, da würde mich sehr, sehr freuen. Und noch ein 85x10, wichtig. Oh, es ist echt krass, was wir hier alles an Futter kriegen gerade, ne? Wow. Schauen wir mal rein, 85x10, 50k Pack, 125k. Wir ziehen kurz diese Tradable Packs weg. Oh, ist diesmal ein Team of the Season, diesmal lass sie mir nicht verarschen, Son! Kim-min-J. Ah, ich mag Kim-min-J, aber ich hätte mir gerne Son gewünscht. Aber passt. Wie viel kostet der? 22k. Stellen wir direkt mal rauf. Hier 23.000. Weg geht der. Den nehmen wir mit. Zack. Discard. Und 125er. Komm, noch ein Team of the Season. Bin zufrieden. Bin komplett zufrieden. Okay, kenne ich nicht. Drusi. Kostet wahrscheinlich 15k oder so. Aber egal, nehmen wir mit. Wie viel kostet der Mann? Ah, 12.000. Perfekt. Jetzt haben wir sogar über 60.000 Münzen. Plus das 85x10 nochmal. Let's go. Rein da. Team of the Season war klar. Zinchenko. Dann haben wir nochmal links. Balde. Ja, okay, ist okay. Oh! Was? Was ist das denn? Ist das normal? Roberto Carlos? Weiß nicht, 100.000 irgendwas? Seedorf 200.000? Was ist das denn? Getrida? Okay, Getrida hätten wir sogar gebraucht, hätten wir die Jong nicht schon gezogen. Sehr strong. Werden alle wahrscheinlich nicht ins Mainstream kommen, aber sehr cool für Futter und sonstiges. Was war ein cooles Pack. Sehr, sehr geil. Nehmen wir mit. Okay, ich würde sagen, wir nehmen noch einmal eine 85x10 SBC mit und danach reicht es auch hier. Wir nehmen noch einmal die SBC mit, benutzen ein bisschen sein Futter hier und dann kann er sich den Account unter den Nagel reißen und selber entscheiden, was er mit was macht. Geben das alles ab. Thuram, Getrida, Giroud, paar andere Goldspieler.
85 mal 10 ist auch das letzte Pack für dieses Video. Das heißt, ich hoffe mal, wir ziehen hier draus irgendwas. Wäre nochmal geil zum Abschluss. 61.000 Münzen, restliches Futter, damit kann er machen, was er will. Wir haben, glaube ich, genug verbessert. Wir haben auf jeden Fall genug verbessert. 85 mal 10, das letzte. Natürlich Team of the Season. Portugal. Oh mein Gott, Bro. Was passiert hier? Ruben Dias, Team of the Season. Wie viel kostet der noch? Der hat eigentlich 400-500k gekostet, oder? 60.000 nur noch. Aber okay, ist auch ein Win. 96er Team of the Season. Okay, aber nur noch 60.000 Münzen. Das heißt nicht mehr so geil. Aber egal. Gutes Futter. Sehr gutes Futter. Kann er auch theoretisch einbauen, glaube ich, wenn er will. Nehmen wir erstmal so mit. 96er Tots ist immer top. Und gucken mal dahinter vielleicht noch ein Futtis oder so. Ganz krankes Pack wieder. Klaus, leider nicht als Futtis. Dann Ballack. Alter, Ballack auch stark. Ballack ehrlich stark. Und Zaha auch sehr strong. Also echt wieder krankes Pack. Damit kann man auf jeden Fall zum Abschluss leben. Nice. So sah das Team ganz am Anfang des Videos aus. Und so sieht es jetzt aus. Alter, einfach nur gestört. Wir haben alles einfach geupgradet. Die einzigen Spieler, die drin waren, waren Dembele und Simons. Guckt euch mal das Team an, wie krank. De Jong, Gravenberch, Cole, Cahill, Buchanan, Llorente. Dann hier noch ein Dias, ein Richarlison, ein Vinny auf der Bank. Einfach nur ganz, ganz gestört. Also heftig. Seedorf, ganz viel Futter. Zaha, Roberto Carlos und so weiter und so fort. Also mit dem Futter und mit den restlichen Coins, er hat noch 60.000 Münzen, wie ihr jetzt oben links sehen könnt. Mit denen kann er machen, was er will. Ich bin hier fertig. Ich finde, es ist sehr gelungen. Und wenn jetzt noch ein falscher Fufi von euch jetzt in die Videokommentare schreibt, dass ich das Team verschlechtert habe, hier. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr die nächste Folge sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Und wenn du der Nächste sein willst, dem ich seinen Account verbessere, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und ich bin raus. Peace out. Ciao, ciao.